Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu Zombiecraft und was das genau ist, erkläre ich und auch der Pixcraft gleich. Er spielt hier mit mir heute nämlich, da ist er. Hallo. Und ich würde vorschlagen, alles weitere erklären wir dann wie gesagt nach dem Intro. Okay, so. Da sind wir und es geht hier auch schon direkt los und ich denke mal, alle Call of Duty Spieler, die kennen diese Barrikaden aus dem Zombie-Modus und genau eigentlich das gleiche spielen wir heute hier in Minecraft, finde ich richtig geil, wir spielen hier eigentlich hier wie in Call of Duty, den Zombie-Modus hier bloß in Minecraft, wir können hier wirklich alles machen, ihr seht das schon, hier kommen schon die Zombies, die müssen wir töten und die Barrikaden, die muss man reparieren. Dann reparieren, ne? Und man kriegt halt für alles Punkte. Und mit den Punkten genau. Kann man sich Waffen kaufen, mit den Punkten kann man sich, keine Ahnung, was auch immer kaufen. Und man kann sich hier weiterkaufen, damit man größere Teile der Maps nutzen kann halt, ne? Und ja, richtig, richtig neue Waffen geil. Bekommt. Was kann man hier machen? Kann man hier irgendwas dran machen? Wow, shit. Wow, fuck. Immer schön auf den Kopf. Ah, Double Points. So. Perfekt. Double Points. Jetzt habe ich eine. Alter, ich bin fast schon tot. Ja, geht schon wirklich gut hier ab auf der Karte, aber ich finde auch wir die Karte... Wir müssen sofort die Barrikaden wieder zumachen. Ja, ich helfe dir mal, so. Ich glaube, da hinten direkt, war auch noch... Ich hole mir direkt schon die nächste Waffe. Mach das gerne mal. Oh, da kommen schon die ersten. Hier unten ist alles offen. Warte mal, erstmal reparieren. Ich finde das so episch gemacht vom Mod. Ich finde das so wirklich... Ja, das ist richtig gut. Also auch Mods so originalgetreu gemacht auch. Ja, den Mod gab es auch schon mal, soweit ich weiß. Nur wurde der halt sehr, sehr lange nicht geupdatet. Okay. Und jetzt hat das halt irgendjemand hat das irgendwie so neu geschrieben, so ein ganz bekannter Modmaker. Finde ich aber wirklich richtig gut ist das geworden. Ja, finde ich auch richtig geil. Ich bin mal gespannt, wie lange wir überleben. Da oben steht ja immer Wave 2 sind wir gerade. Es gibt gerade null Mobs auf der Karte. Also wir sind gerade noch völlig alleine. Oh, einer ist irgendwo gespawnt. Steht da oben, ja. Und unten sehen wir die Punkte, wie viele Punkte wir haben. Wenn wir, ich habe gerade 110. Hier oben links am Rand steht dann ja mein Ding. Ich kann für 100 Punkte eine Rifle kaufen. Und die Munition steht unten rechts neben der Inventarleiste. Oh, Achtung, pass auf, bei dir sind viele. Geht los. Wie viele Punkte hast du? Ich habe schon fast 100. Ich habe 170. Dann können wir uns gleich schon weiterkaufen. Machen wir gern, doch, ja, weil stimmt. Weil da gibt's dann, hier hast du auf der Map schon direkt die Schrotflinte und die ist eigentlich recht gut, weil damit kannst du dann halt immer so 3-4 auf einmal kannst du dann pflücken. Okay, und ich treffe den einen nicht. Okay, du hast den schon, geil. So. Jo. Okay, wollen wir hier unten lang oder wo lang? Wo lang wollen wir? Ja, das ist der einzige Weg. Okay. Aber ich würde das immer erst nach der Runde machen, damit man so ein bisschen, damit man kurz Zeit hat. Genau, die weil. Zu rebuilden, praktisch die Barrikaden zu flicken. Genau, weil dann kommen ja wirklich viel mehr Monster hier, weil noch viel mehr Spawner offen liegen. Aber man hat dann auch neue und gute Waffen, muss man sagen. Also da gibt's dann auch richtig geile Sachen, Flammenwerfer und so ein Scheiß. Ja. Richtig geil. Oder die Bazooka gibt's hier, es gibt dann noch, S-Mean, also, oder wie heißen die Bouncing Betties, ne? Bouncing Betties. Das sind eigentlich Minen, wenn man die auf den Boden irgendwo werft und ein Monster darüber läuft, dann fliegen die hoch. Das müssen wir auf jeden Fall nachher mal, genau, das müssen wir auf jeden Fall uns mal angucken. So, jetzt ist die Runde vorbei, ich kaufe mich jetzt mal schnell weiter. Okay, komm. Und dann kannst du dir auch direkt die Schrot holen, ich weiß nicht, wie viele Punkte du hast. Knapp 300. Ja, chillig. So, die kostet auch 150. Und hier kann ich mir anscheinend Leben kaufen. Juggernaut. Hier hast du jetzt praktisch diese Rüstung und das kriegst du so ein Iron Chestplate, kriegst du dann. Oh geil, kaufe ich mir. Also hier meine Abonnenten. War seht, teuer, aber... Okay. Ja, das hält aber auch nicht ewig. Was habe ich denn hier? Also das ist, eine Shotgun, okay. Oh, hier kommen ordentlich. Wenn ihr euch fragt, wer das da hinten ist, dieser Minecraft Ion Co., das ist der Server-Admin, der zockt so stumm mit. Genau, so der hat den Server hier eingerichtet, da nochmal vielen Dank an dich. Wow, Double Points. Oh ja, das hat er ja auch gerade hier irgendwie gesagt. Ja, das sagt dann immer so eine Stimme, richtig geil. Kriegst du auch mal gut Punkte hier. Kriegst du 20 Punkte. Auf jeden Fall, ich glaube, ich brauche wirklich mal hier eine Shotgun irgendwie, weil ich habe kein... Vor allem keine Munition mehr. Ich habe gar keine Muni mehr, verdammt. So, ja, dann lenke ich die ab und du kaufst dir mal oben die Munition. Ich kaufe mir mal eben unten eine Shotgun, warte mal. Ja, du kannst dir aber auch oben die Munition einfach nachkaufen, ne? Ja, okay, ja stimmt, genau an dem Stand, wo ich auch die Waffe gekauft habe. Genau. Da kann ich die Muni kaufen. Shotgun nachkaufen. Meine Güte, richtig geil. Das geht richtig ab, ich find's auch richtig geil. Das erinnert mich auch, ich weiß nicht, ob du den Mod kennst, den Invasion Mod. Das erinnert mich schon da irgendwie dran. Bloß hier hat man wirklich, hier kämpft man noch viel mehr gegen die. Und es geht hier eigentlich immer nur um Überleben. Und bei dem Invasion Mod müssen wir halt den Nexus beschützen. Hier kommen die auch viel gezielter auf den Player und nicht auf diesen,
Ah, Kaboom, Moment, zack, alle weg. Stimmt. Köstlich, das Ding. Ein Kaboom, eine kleine Bombe oder was war das? Das ist so eine kleine schwarze Bombe, die lassen die halt, wie gesagt, ab und zu mal fallen. Ja. Und es kommen so ab ganz hohen Wellen, so bei Welle 40, das glaube ich, kommen dann auch so richtig so freakige Feuerzombies und so, aber das kommt, ich weiß nicht, wann das ich hoffe das mal, die bekommen schwierig. Wir heute noch. Ich, obwohl das ich... Schafft. Komm, doch, das schaffen wir locker hier. Ich meine, wir sind zu dritt. Ja gut, das ist machbar. Das ist machbar, aber... Die werfen damit so Feuerbällen um sich und die kommen ab Level 40 oder Welle 40 und da kommen auch irgendwie schon so 100 Zombies auf einmal. Das ist Alter Schwede, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das aber ist, da haben das wir dann bestimmt auch schon Flammenwerfer und den Rest. Oh, ich lade gerade nach. Alter. Das Nachladen dauert lange bei der Shotgun. Ja, das ist scheiße. Aber dafür macht die auch guten Schaden, wenn man direkt vor denen steht. Ein Schuss immer. Alter, ich hab nur noch ein Herz, jetzt muss ich aber mal richtig aufpassen. Oh, hau ab. Dann hau lieber ab hier oder pass mal auf, dass von da hinten keiner kommt. Ja. Und regeneriere dich mal eben schnell. Ja. So, hier sind keine mehr, sind eh nur noch 4 Stück insgesamt. Okay. Hier unten müssen wir die Barrikaden repariert werden. Ja, dann mach mal, das machst du. Später schafft man das eh nicht mehr. Da kommen dann so viele Zombies und da hast du nur noch so wenig Zeit zwischen den Runden. Ich kann mich auch übrigens schon weiterkaufen, ich habe jetzt 1000 Punkte. Ich habe 480. Alter, 1000 Punkte, wie kriegt man so Moment, viele Punkte? Wie viele Punkte hast du denn? Achso, 480, okay. Okay, wir sind weiter. Wer hat das gekauft? Ah, okay, Minecraft. Pass mal auf, dann kann ich... Ach scheiße, 480, ne? Ja. Dann kaufen wir gleich da oben die Barrikade weg. Welche? Wenn du welche? 500 Punkte hast. Ja, die hier, wo wir beide stehen. Die hier, okay. Genau, dann können wir uns so einen Mitspieler kaufen. Der hilft uns dann. Ein Mitspieler? Hallo? Ja, das ist so ein kleiner Typ, der so durch die Gegend rennt und die killt. Ey, wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle, episch. Also ich möchte, wie kann man so einen Mod nur programmieren? Das ist doch ein eigenes Spiel hier bald schon. Oh, Achtung, Achtung, lauf weg, lauf weg, lauf weg, Alter. Wie viele sind das hier? Wir brauchen den Mitspieler. Ich kauf den gleich mal. Vor allem ist Henry. Scheiße. Alter, da sind richtig viele. Oh, hier, Multikill, Double Kill. Also das wäre doch das Einzige, was man so anzeigen müsste, dass man, wie viele Kills man hat, so. Ja, das wäre auch noch episch. Diese Punkteanzeige, immer wenn man einen killt, steht ja irgendwie 50 plus 50 oder so. Ja, das könnte man auch noch bestimmt hier irgendwie einbauen. Oder irgendwie noch Double Kill, Multikill hier mit einbauen. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße, du musst mir helfen. Ja, ich helfe dir. Nein, du bist tot. Ja, leider ja. Jetzt kann ich dich hier spectaten. Egal, Mann, ich spiele noch weiter, okay? Ja, klar, mach ruhig. Ich mach das aber, glaube ich. Boah. Ich kaufe mir einfach nochmal hier Mitspieler. Ich meine, wenn du hier nicht mehr mitspielen möchtest. Ich wurde gespawnt. Das ist ja komisch. Hä, bist du wieder dabei? Ich bin irgendwie wieder drin. Ich habe nur meine Waffen nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch die Desert Eagle. Habe aber meine Punkte noch und so weiter. Oh, okay. Nach einer gewissen Zeit wird man respawned. Ja, und wie lange geht das Spiel dann? Naja, gut, du bist wahrscheinlich wieder bei irgendwie. Nee, keine Ahnung. Bei welcher Rave bist du? Ich bin bei Rave 6. Ich zocke auch hier gerade mit euch mit. Okay, komm mal wieder runter hier. Ich brauche hier gleich mal Hilfe. Alter, hier. Multikill. Yeah. Alter, es geht aber mal mega ab hier. Und ich habe außerdem diesen Typi freigekauft, aber ich habe den noch nicht aktiviert. Mache ich gleich mal. Moment, ich muss ihn jetzt mal fragen. Hey Henry, und wann ist das Spiel dann endgültig vorbei? Weil das geht dann ja praktisch endlos lang. Naja, wir können halt mal gucken, wenn wir beide einmal gestorben sind. Nein, ich bin tot. Ah, jetzt ist es vorbei. Genau, da muss man irgendwie... jetzt ist wirklich vorbei. Verdammt, schade. Ah, okay. Aber geil ist es auf jeden Fall. Ja, muss ich auch sagen. Wollen wir einfach nochmal eine Runde hier hinten ranhängen, nochmal eine Runde weiterspielen? Dann warten wir hier oben mal eben und eventuell nach einem kleinen Schnitt machen wir gleich weiter. Okay, Leute, da sind wir wieder und es geht hier direkt weiter. Ich bin mal gespannt, wir sind wieder bei Wave 1, wie immer halt. Es geht hier etwas langsamer weiter, aber auf jeden Fall kennen wir nun alle das Prinzip. Wir wissen ganz genau, wie es geklappt und wie wir hier weiterspielen. Und gerade haben wir nochmal hier mündliche Unterstützung, auch noch von Minecrafty und Co. Der ist nämlich auch noch so mündlich damit mit dabei. Damit er auch mal Hilfe schreien kann, ganz genau. Wenn zu viele Zombies kommen. Konnte er nämlich eben nicht. Damit er hier in Rage-Modus gehen kann. Damit er uns hier richtig unter die Achseln greift. Genau. Auf jeden Fall. So, tja, ich habe schon wieder 40 Punkte. Boah, wow, Achtung, wie viel? Schon wieder durch. Ich habe schon wieder 170. Ihr Suchtis. War Quatsch. Nein. Aber macht wirklich Spaß. Da könnte man doch wirklich mal einen Server draus erstellen. Irgendwie. Ja, da habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Es wäre eigentlich eine super. Es gibt ja im amerikanischen Raum davon schon einen Server, aber im deutschen Raum noch nicht. Ja,
Ja, wir waren eben aus Versehen, weil ich mit der IP ein bisschen rumgepatzt hatte, auf einem amerikanischen Server. Ja, ich komme da so rauf, ne? schreibt mich da so ein Amerikaner an. Press Start, los, go on und bla bla. Ich dachte, wo bin ich? Ich dachte, der Server kommt hier von Minecraft und Co., aber nein. Das war ein amerikanischer Server. Ja, hast du mir einfach mal dreist. Bei der Installation, ich und Henry haben halt gestern gekämpft mit der Installation des Servers, weil es nicht richtig funktioniert hat. Und dann habe ich einen Amerikaner gefunden, der hatte halt so ein Video dazu gemacht und hatte praktisch den kompletten Server mit allem drum und dran als Download angeboten. For Lazy People stand da, fand ich sehr geil. Und geil. Ja, der hatte dann halt auch so Testserver, wo man mal so zocken konnte mit dem. Und das war wohl die IP. Okay. Ja, wunderbar. Läuft ja alles. Ja, ich find's auch geil. Ich habe jetzt 400 Punkte, ich weiß nicht, wie viel ihr habt. Ich habe gerade 20. Was hast denn du dir gekauft, Mann? Ich habe gerade eine Rifle gekauft. Hast du gerade alle Mobs gekillt? Irgendeiner hatte Kaboom, kann das sein? Also ich hatte es nicht. Ja. Wo steht denn das, wer das hatte? Es ist da steht nirgends, das ist nur diese kleine Bombe, über die man drüber läuft. Keine Ahnung, egal. Naja. Man kann ja theoretisch das hier auch alleine spielen, oder? Das geht ja auch. Das kann man auch im Singleplayer spielen. Ja, genau. Das ist auch dieselbe Installation praktisch. Aber wird natürlich viel schwieriger. Das ist eine Kaboom-Bombe. Wo? Ich höre das nur, aber ich habe noch nichts. Ja, du läufst da praktisch drüber und dann aktiviert sich das automatisch. Ah, okay. Okay, soll ich uns weiterkaufen? Ja, gerne, oder? Mach doch mal. Gut, dann müssen wir halt aber jetzt ein bisschen mehr sichern. Ich weiß, ich habe jetzt kein Geld für eine Schrotflinte. Wollen wir nicht lieber noch eine Runde hier bleiben und nochmal ordentlich Punkte sammeln, damit wir gleich wirklich alle eine Schrotflinte kaufen können? Ich hab schon weitergekauft. Okay, das zum Thema. Sorry. Nee, macht ja nichts. Ich habe ja selber gesagt, dass wir weitermachen. Ich habe eine Schrotflinte. Chillig, gut. Dann sichere ich mal hier unten. Oder machst du das? Ich kann ja hier unten. Ja, komm, ich bin mal hier unten und du bist oben. Gut, dann helfe ich Henry oben. Jo, mach das. Sind hier überhaupt. Sind nur noch drei Stück da, ne? Ja, ne, okay, null. Alle weg. Ja, jetzt muss man hier aber schnell reparieren. Man hat halt, wie gesagt, zwischen den Runden so kurz Zeit, um die Sachen reparieren, um sich weiterzukaufen und so. Genau. Und das muss man immer recht fix nutzen. Nur so zur Anmerkung, wir spielen die Map, es gibt verschiedene Maps, wir spielen hier gerade von die Observation Deck Map. Genau, es gibt glaube ich 5 verschiedene, oder? Es gibt 5 Stück und dann gibt es noch so DLCs, oder wie das heißt. Ich glaube DLCs. Also so extra. Die muss man bestimmt kaufen, oder? Nee, die gibt's nicht, aber kann man sich so runterladen. Oder selber bauen, kann man doch. Nee, man kann sich das hier geht auch selber nicht. Maps bauen. Das echt? Doch, das geht. Geht ja, auch? Ja. Oh, krass. Ja, das ist richtig gut, richtig gut. Boah, heftig. Also das ist auch wirklich mein Lieblingsmod, weil er einfach so ausgearbeitet ist und wirklich, wenn man so... Also meiner war ja immer der Invasion-Mod, aber ich finde, der hier kommt schon gut ran. Der kommt Invasion wirklich Mod gut ran. Boah, ich muss aufpassen. Ich brauche mal Hilfe hier unten. Okay, ich komme. Ich bleib hier oben. Okay. Gut, dann übernehme ich jetzt mal hier unten einfach schnell. Ja, warte, ich glaube, ich... Okay. Du lässt mich alleine. Nee, ich komme hoch. Ich helfe dir oben. So, zwei... Oh, scheiße, okay. Ich habe 500 Punkte. So. Ja, kannst dich gerne weiterkaufen. 84. Nee, noch nicht. Wir warten noch mal eine Runde. Wie gesagt, ja, Punkte sammeln. Dann können wir nämlich gleich am besten auch direkt diesen Typen freischalten, der uns dann hilft. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal viel bessere Karten als vorhin. Da haben wir uns ja immer weiter gekauft und dann hatten wir keine Chance. Ich gehe mal runter jetzt die nächste Welle. Jo, mach mal. Komplett. Chill hier unten mal so ein bisschen. So. Mann, wieso wird der Zombie nicht getroffen? Aber ich finde auch, also ich finde, das macht schon im Singleplayer richtig Bock. Aber im Multiplayer. Ja, ich hatte mir da ein Video von dir angeguckt und ich hatte nur den Titel gelesen, ne? Zombie-Modus in Minecraft. Da habe ich schon Bock bekommen, weil ich das halt von der PlayStation schon kenne. Aber in Minecraft dachte ich, das kann ja nicht gut werden. Dann gucke ich mir so das Video an, ich brauche Hilfe. Geht wieder. Dann dachte ich wirklich, boah, geil, Mann, das muss ich auf jeden Fall spielen. Da habe ich dich einfach eingeladen, weil du dich schon hier etwas mehr auskennst als ich. Und wir sowieso mal ein Projekt machen wollten. Und dann, machen wir. Danke nochmal übrigens dafür. Die war eigentlich eine geile Idee, dass man das hier mal so zu zweit zockt. Ja, finde ich auch. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja, beziehungsweise zu dritt, ja. Entschuldigung. Voll vergessen, den guten Mann. Macht ja nichts. So. Nein, ich bin mal richtig Bock hier. Oh, irgendwo ist hier gerade wieder eine Bombe hochgegangen, oder? Oh ne, Doppel-XP, glaube ich. Das ist immer geil, das ist nur blöd, dass jetzt keine Zombies mehr da sind. Okay, ich habe knapp 1000 Punkte, eigentlich 900 Punkte. Ich habe jetzt 600 und ich muss mir auf jeden Fall mal ganz schnell Munition holen. Lohnt es sich eigentlich, wenn ich mir hier oben mal so eine Chestplate kaufe? Nee, ich eher nicht. Double Points! Das war jetzt richtig unnötig, weil das hier ist keine Chestplate, das ist Speed-Cola. Ja, aber da unten ist... Schnell.
Da unten ist aber eine. Ja, achso, ja. Ich hab's jetzt eben gemacht, aber die halten wirklich nur so ganz kurz. Okay. So, sollen wir uns mal weiter kaufen? Ja, ich kaufe uns mal weiter. Nee, Moment, Moment. Scheiße, egal. Ja, jetzt stimmt, die Welle. Jetzt hast du vor allem deinen Tausender nicht mehr frei. Welchen Tausender? Du hast doch 1000 Punkte, dann hättest du den. Hätten ich und Henry uns weitergekauft und du hättest den Mitspieler. Ich hab doch schon wieder 500. Insta-Kill jetzt. Ein Schuss und die Zombies sind tot, egal wohin. Okay, auch geil. Ich weiß es nicht. Wir müssen hier unten mal aufpassen und die Barrikaden wieder reparieren. Hier oben ist gerade was los. Oh, ja, hier unten auch. Ja, ich helf dir, Henry. Ich muss meine Notfall was von nehmen. Fuck. Eine kleine, schnelle. Ja, ich helf dir mal. Oh, ich hab keine Muni mehr, ich brauche Muni. Nicht mal hier unten. Ich hab null Muni. Ich hab meine letzte Notfallwaffe. Doppel XP. Echt? Nein, ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen. Das gilt dann auch wirklich für alle. Okay, Moment, komm hier rein. Ich helf mir mal, ich bin hier unten in der Kammer. Ich hab hier gerade meine Notfallwaffe. Boah, kacke, und man kann auch nicht hier irgendwie auf Pause drücken. Scheiße. Leider nicht. Das wäre aber auch zu einfach dann. Wobei, was ich machen kann, ich kann eine Welle überspringen. Nee. Ja, super. Schnell mal hier alle Barrikaden reparieren. Die Welle dann nicht. Der startet dann zwei Wellen gleichzeitig. Und dann hast du wirklich Spaß. Okay, wie teuer ist so ein Typ hier? 1000 Punkte. Unglaublich hier. Ich dachte, Menschen sind unbezahlbar. Aber nee, wir spielen ja hier mit dem Computer. Stellt euch vor, da sitzt so ein Amerikaner dauerhaft vor dem Computer so, wartet nur darauf, dass er eingesetzt wird, so der Mod-Entwickler. Das wäre dann ein wirklich guter Mod. Das wäre dann ein extrem guter Mod. Scheiße. Ich komme, warte auf mich. Ein Herz. Bitte nicht, hau ab, du schaffst das. Nein. Ach, shit, okay. Komm, wir müssen diese Wave hier überleben, dann respawnt er wieder. Oh, leck. So. Überleb mir das. Du ja, hast auch nur noch, oder? Ich hab nicht mehr viel. Wir lassen nur noch. Haut ab, ey, jetzt gibt's hier. Nein! Ich schaff keine 32 Zombies, tut mir leid. Doch, das schaffst du, komm, das musst du schaffen. Nein, ich weiß, wisst ihr, wie ich. Ja. Okay, ich schaff's, glaube ich, nicht, nein, tut mir leid. So, nein, jetzt. So viele. Ich finde auch gut, dass man hier spektiert. So viele schaff ich nicht, tut mir leid. Oh. Lauf. Hast du die Schrotflinte? Kauf dir die schnell. Noch nicht da. Oh. Nee, ich kann mir hier nur sozusagen noch den Schutz leisten. Ach so. Einfach mal reinhalten. Komm, das schaffst du. Hast du die Schrotflinte? Guck, es werden immer weniger. Ich versuche gerade nur nicht angeschossen. Immer schön weglaufen, die sind alle in der Schlange hinter dir. Die könntest du bekommen, wenn du immer einen Abstand einhältst. Ja, ich kann. Ich kann. Lauf am besten wieder nach oben, da sind wir die langen Gänge. Aber oben bin ich eingesperrt. Oben ist eine Sackgasse. Ja, egal. Und immer auf die Köpfe zielen. Oh, das wird richtig spannend. 9 Stück nur noch, wenn du das schaffen würdest. Ah, Instant Kill! Nicht, schade. Oh. Noch 0. Boah, Alter. Geil. Das ist aber richtig spannend. Aber die nächste Welle schaffen wir auf keinen Fall. Jetzt haben wir aber unsere Waffen nicht mehr. Schnell neue Waffen kaufen. Was soll ich mir kaufen? Shotgun, ne? Auf jeden Fall die Shotgun. Ich habe noch 400 Punkte. Ich kaufe noch meine Rifle. Die Sounds sind die Counter-Strike-Sounds übrigens. Ja. Gar nicht die Call of Duty-Sounds. Ich hab gleich 1000, soll ich uns gleich diesen netten Gefährten kaufen? Das wäre geil, ja. Mach gerne. Wow, fuck, ich will nicht schon wieder sterben. Ne, wir brauchen deine Hilfe. Boah, heftig. Oh, ist okay, ich hab 1000. Ah, fuck, ja, komm, hilf mir mal. Ja, ich helf dir. Boah, die kommen immer von hinten. Ich hab ihn. Oh, krass, da ist er wirklich. Wie geil ist das denn mal bitte? Pass mal auf, man kann dem jetzt Waffen geben. Ich gebe dir mal die Schrotflinte. So, hier, nimm mal die. So, jetzt hat er meine Schrotflinte und jetzt hat er meine Riffle. Jetzt muss ich mir schnell neue Waffen kaufen. Alter, wie geil ist das denn mal? Wie geil. Vor allem, dass du denen die Waffen geben kannst. Ja, so ja, geil. Das meine ich ja. Extrem geil. Aber der geil. Überlebt nicht so lange, den muss bam, man auch so ein bisschen. Jungs, bam, einmal rein aber da. Aber er hilft uns wenigstens, sagen wir so. Shit. Das bockt ich ja hab mal. Ich habe jetzt leider nur noch meine normale Pistole, weil ich ihm einmal eine Waffe gegeben habe. Ist voll nicht drüber nachgedacht. Der verschwendet voll die Muni hier, der Ball hat ja auch nur rum. Alter, ein Schwert. Ich geh mal nach oben und repariere hier. Ich geh mir vor allem jetzt mal schnell. Oh ja, schnell hier alles reparieren. Boah, Welle 8. Ja, die Wave ist zu Ende. Ja, egal, die startet ja gleich wieder. Ja, repariert noch schnell unten Sachen. Ich repariere hier oben. Boah, will man auf diese Taste hauen? Der Typ läuft ja die ganze Zeit hinterher. Ey, können wir uns jetzt jeder. Jetzt geht wieder weiter. Kann sich jetzt jeder so. Der Typ läuft mir die ganze Zeit hinterher. Muhahaha. Ja, kann ja sein, dass wir uns dann auch einkaufen können. Das wäre natürlich. Ach so, das wäre praktisch. Das wäre richtig genial.
Ja. Ja, schieß. Schieß, Kumpel. Oh, er fixt sogar die Barrikaden. Oh, krass. Ah, nein, nein, bitte nicht. Nein, du bist tot, okay. Ich bin gar nicht so gut. So, spectate ich mal den Gomme hier. Oh, verdammt. Hey, wo bist Boom, du? Boom, oh, es gab einen Boom. Dadurch sind die alle gestorben. Ich kann jetzt auch mit N, kann ich auch die Sicht wechseln. Okay, du bist hier. Ja. Okay, dann gucke ich euch mal so ein bisschen zu, ne? Ja, ja, mach das. Mit N oder mit welchem Knopf war das? Mit N kann man, genau, mit N kann man dann so wechseln. Das ist leider so ein bisschen verpackt, weil man so in der Decke drin hängt. Ich sterbe hier gleich. Lauf raus. Nein, nein, verdammt. Verdammt, muss Henry. Muss ich jetzt hier die ganze Arbeit erledigen? Oh mein Gott. Mit N kann man beobachten. Bei mir geht das irgendwie nicht. Nee, mit N kannst du den Spieler wechseln. Ich habe übrigens meinen Kumpan. Also irgendwie bin ich hier immer nur auf einem Punkt. Ich kann es schaffen. Du bist auf dem von... Moment. Von Hast Henry. Hast du auf Spectate geklickt? Ja. Na, jetzt bist du doch über dem Kopf von Henry. Ja. Ah, oh, Kumpane, ich bin... Ja, genau. Und mit N kannst du dort wechseln, wenn ich jetzt noch drin wäre. Scheiße, mein Kumpan ist halt tot. Scheiße, er ist tot. Hin und her wechseln. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Aber 11 Leute, komm, das schaffst du. 11 Monster. Ja, immer muss ich hier alles machen. Ne? Ja, klar, dafür haben wir dich, ja. Hier. Achtung, hinter dir. Oder? Hey, das ist ja voll verbuggt bei mir. Bei mir stehen hier noch ganz viele Zombies. Lol. Ja, oben ist noch einer, oben ist noch einer. Vier noch. Zwei. Oh, jawoll. Geile Leistung. Boah, krass. Wir sind schon wieder neu kaufen. Ich habe über 1000 Punkte. 1200 Punkte. Ich habe 21 XP. Ah, hast du schon wieder eingekauft? Ich kaufe mir auch mal so einen Typen, ey. Der Mann ist echt hilfreich. Ich kaufe mir auch mal so einen. Geb dem die Waffen, sonst kann der praktisch gar nichts machen. Ich habe ihm meine Waffe hingeworfen, an die rechts. Ich habe mir den gekauft, aber ich habe irgendwie... Ich hole mir jetzt den Flammenwerfer. Boah. Irgendwie, meiner ist noch nicht da. Ich habe mir den gekauft, Punkte sind weg. Ne? Ah, Refile Armor, jetzt müsstet ihr eigentlich wieder volle Munition haben. Oh, ich bin gleich tot. Noch ein Herz. Und... Bitte, okay. Ah. Nein, das schaffst du, schaffst du. Ich mach den Flammenwerfer an. Oh, Alter. Vor allem der Flammenwerfer übertreib. Der stößt die Leute so gut zurück, das ist ideal. Hinter dir, warte. So. Alter, wir sind ja voll in der Sackgasse. Oh, ich bin ja nur mit der Desert Eagle. Ich dachte mir gerade so, warum schieße ich nicht? Aber warum kann ich so schnell schießen? Wir sind hier, glaube ich, verloren. So lange. Mann, ich sterbe mal direkt, das geht so überhaupt nicht. Also, Gomme, so viele würde ich nicht alleine schaffen, ne? Nee. Und ich bin gleich auch tot. Gomme, du musst gleich alles retten. Ich bin Haben wir uns weitergekauft, oder was? Ja. Gomme, du musst alle retten. Ich muss nachladen. Scheiße, nein, Gomme. Bitte nicht. Nein, bitte. Gomme. So, kommt hoch hier, ihr Säcke. Wie viel sind's denn noch? 30 Stück. Gomme, hinter dir. Ja, ich muss nachladen. Oh, kacke. Wie viel Leben hast du noch? Nicht mehr viel, ne? Oh, fuck. Gomme, geh nach unten. Von da oben ist eine Sackgasse. Ja, wie soll ich hier... Renn durch! Renn ja, durch, ich hab nur ein Leben, das schaffe ich nicht. Nein! Ah, schade. Sehr schade. Das war eine viel fettere Runde als die von eben. Das war auf jeden Fall eine gute Runde hier. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, wär's das erstmal hier von uns. Ja, danke erstmal für die Idee, dass ihr mir die Idee hier geliefert habt. Und es war wirklich ein Heidenspaß. Also hat wirklich richtig viel Bock gemacht. Ja, dann wär's das für die Folge. Ich hoffe mal, es hat den Zuschauern gefallen. Ja, haut rein und tschö mit Ö. Tschüss. Ciao.